Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Ja, wir müssen irgendwie ins Lehrerzimmer reinkommen und die Tür ist versperrt. Und irgendwie haben wir keinerlei Möglichkeiten, hier direkt irgendwie reinzukommen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal langsam hinunter. Vielleicht entdecken wir ja irgendwas Neues, was wir hierfür irgendwie nutzen können. Praktisch wäre es, wenn wir... Im Prinzip müssen wir irgendwie den alten Bloch überreden, dass er uns diesen blöden Code gibt. Hallo? Ist da jemand? Worauf du einen lassen kannst. Ah! Ja. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Und wer bist du? Wilbur Wetterquarz. Guter Deckname. Nenn mich Mr. X. Meine Freunde nennen mich X. X? Seltsamer Name. Okay, warum bist du eingesperrt? Man will mich aus dem Weg haben. Ich weiß zu viel. Aber nur weil man schlau ist, wird man doch nicht eingesperrt. Wenn man die falschen Dinge weiß, schon. Wir werden beobachtet. Von wem? Sie beobachten uns. Wer sind Sie? Die, die uns beobachten. Einige nennen mich paranoid, aber nur weil ich paranoid bin, heißt das nicht, dass es Sie nicht gibt. Wie lange sitzt du schon im Gefängnis? Ein paar Tage. Aber ich vermute, dass man mich nie wieder gehen lässt. Ich bin ein politischer Gefangener. Man will mich mundtot machen, sag es allen. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Okay, David Duchovny. In Seefeld? Ja, vielleicht. Meinst du wirklich, dass man dich lange da drin lässt? Vor der Wahl wird man mich zumindest nicht laufen lassen. Die Ratsvorsitzende will Stärke demonstrieren. Und was nach der Wahl passiert, steht in den Sternen. So oder so, ich warte nicht darauf, dass irgendein Gericht über mich urteilt. Ich werde ausbrechen, sobald ich Gelegenheit dazu habe. Okay. Zloff, der Wirt aus dem Gasthaus, hat erzählt, du bist verhaftet worden, weil du dich nicht von Herrn Schildträger durchsuchen lassen wolltest. Warum sollte ich auch? Ich habe nichts verbrochen. Er brauchte nur einen Vorwand, um mich einzusperren. Er wusste, dass ich zu den Protestern gehöre. Das war Grund genug. Tja, dann, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Na klar, Alter. Was haben wir hier noch Interessantes? Also, rede mit X. Bringt uns nichts, bringt uns nichts. Vielleicht hat der Schildträger noch irgendwas Interessantes für uns. Dieser, ja, Beamte. Herr Schildträger? Herr Professor? Finden Sie es eigentlich richtig, dass Sie sich als Hauptmann der Stadtwache von einem Schmuggler bestechen lassen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Von Ihrem Deal mit Jorge. Er bezahlt Sie, damit Sie nicht hinsehen, wenn er seinen Alkohol am Zoll vorbeischmuggelt. Nach meinen Informationen bezahlen die ehrenwerten Händler dieser Stadt jederzeit den Zoll, der der Stadt zusteht. Aber anderslautenden Hinweisen geht die Stadtwache selbstverständlich entschlossen nach. Wir stehen für brutalstmögliche Aufklärung bei Bestechungsdelikten. Das war schon immer unsere Devise. Ich muss weiter. Ja. Dieses Übergenaue, das klingt echt irgendwie nach Pofalla irgendwie, oder? Die ehrenwerten Händler zahlen ihren Zoll. Ja. Dieses Überspezifische. Oh, diese wunderbaren Dementi. Es gibt keine Spionage auf deutschem Boden. Okay. Hier können wir, glaube ich, nichts machen. So, schauen wir noch eins weiter. Hier gibt es auch irgendwie nichts mit denen. Ulla und Hulla. Oh, wer sitzt denn hier? Timmy. Hallo, Timmy. Was machst du denn hier? Ich will wissen, was los ist.
Alle Ratten haben Aufträge von meinem Onkel bekommen. Alle. Nur ich nicht. Ich will auch helfen. Ich mag diese Stimme. Ich kann verstehen, dass du helfen willst. Und ich habe ein Herz für kleine Helden. Aber du bist nicht der Stärkste. Und mit deiner Gesundheit steht es nicht zum Besten. Es sind die Kleinen und Schwachen, die es mehr interessiert als alle anderen, ob der Erzmagier an der Macht bleibt oder nicht. Wir würden als Erste unter der Ratsvorsitzenden leiden. Da könntest du recht haben, aber ich wüsste nicht, wie du mir helfen kannst. Ich versuche, einen Golem zu bauen und ich muss irgendwie ins Lehrerzimmer kommen. Ich könnte mich ins Lehrerzimmer schleichen. Es gibt viele geheime Tunnel und Gänge unter der Stadt. Einer davon führt bestimmt auch ins Lehrerzimmer. Okay. Wegen des Lehrerzimmers. Ja? Ich muss selber da rein. Aber du kannst mir helfen. Schau dir die Notizen auf dem Schreibtisch des Direktors an. Er ist ein sehr ordentlicher Mann und hat sich den Türcode sicher irgendwo aufgeschrieben. Was willst du denn im Lehrerzimmer? Er hat irgendetwas in einer der Schubladen gesucht oder hineingelegt. Auf jeden Fall wollte er nicht, dass er dabei beobachtet wird. Vielleicht ist es eine Bombe. Möglich. Wir müssen herausfinden, was genau. Aber du bist zu klein, um die Schublade zu öffnen. Deswegen brauche ich den Code. Verstanden. Vielleicht ist es eine Bombe. Was sind das für Tunnel, die unter der Stadt verlaufen? Manche sind alte Abwasserrohre und gehören zur Kanalisation der Stadt. Aber es gibt dort unten auch viele Höhlen und alte Gewölbe. Es gibt einige Löcher und Spalten, in die sich selbst Ratten nicht trauen. Einige sagen, es gäbe eine dunkle Macht dort unten. Das klingt beunruhigend. Ich habe nie etwas in der Richtung gesehen. Ich mache mir mehr Sorgen um die Zombies, die sich immer breiter machen. Was für Zombies? Zombies in der Kanalisation von Seefels? Jupp. Früher oder später wird ein Held in Ausbildung in die Kanalisation hinabsteigen und es mit den Zombies aufnehmen, meint Onkel Remy. Kann es dann unser anderer junger Freund sein? Als ich zum ersten Mal von dir gehört habe, hieß es, du seist sehr krank. Während des Krieges war ich oft krank und hungrig. Wir hatten nie genug zu essen. Bis du gekommen bist und uns geholfen hast. Das war doch selbstverständlich. Nicht für alle. Einige behandeln uns wie Ungeziefer. Vielen passt es nicht, dass Onkel Remy für den Erzmagier arbeitet und dafür bezahlt wird. Dabei behält er das Gold nicht für sich. Er verteilt es in der ganzen Familie und die ist groß. Ich habe heute zweimal mit deinem Onkel gesprochen. Er sieht müde aus. Er arbeitet zu viel. Ethel sagt das auch. Er isst nicht genug und schläft kaum noch. Er sagt, schlafen kann ich auch, wenn wir das Land wieder aufgebaut haben. Er sollte sich nicht überarbeiten. Was hilft es, wenn er in ein paar Wochen zusammenklappt? Deswegen müssen wir ihm ja helfen. Er muss nicht alles alleine machen, wenn du und ich mit anpacken. Also schön. Versuch, ins Lehrerzimmer zu kommen. Danach treffen wir uns wieder hier. In Ordnung? Sei vorsichtig. Okay. Bin ich immer. Oh, die Animation ist ja toll. Hoffentlich geht das gut. Remy würde mir nie verzeihen, wenn Timmy etwas zustößt. Und ich mir noch weniger. Klasse. Wir haben endlich unseren ersten Spion und kommen damit an die... irgendwie an den Code. Okay. Schauen wir hier mal rein, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Das ist die Jacke vom X. Das ist die Jacke eines Protestlers. Sie hat mehrere Aufnäher und hier vorne ist ein Pin angeheftet. Ja, genau, bemerkt. Den wollte ich mir nehmen, weil ich glaube, damit kann ich mich dann irgendwie identifizieren, doch bei den Protestern draußen. Vielleicht können wir dann in die Zeltstadt auch, Herr Direktor, oder? Bloch? Ja? Probieren wir es nicht. Ich habe erfahren, dass die Tür zum Lehrerzimmer nur mit einem Code geöffnet werden kann. Das ist korrekt.
Ich habe den Code nicht erhalten. Auch das ist korrekt. Ich dachte mir, es sei verschwendete Mühe, Ihnen jetzt den Code zu geben und ihn dann wieder ändern zu müssen, sobald Sie kein Lehrer mehr an der Schule sind. Oh. Aber Sie können morgen früh wieder ins Lehrerzimmer, sobald ich die Tür geöffnet habe. Aber ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Na, so ein Volltrottel. Okay, die bringen uns wahrscheinlich im Moment gerade nichts. Schauen wir, ob der mal... Ah, er ist schon zurück. Da bist du ja wieder. Was hast du herausgefunden? Viele Akten voller Listen und Zahlen. Nichts Verdächtiges. Aber in einer Akte stand ein Eintrag, der mit Tür überschrieben war. Darunter standen vier Zahlen. 4, 60, 9, 41. Ich habe sie aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Das hast du wunderbar gemacht. Diese Zahlen sind garantiert der Code für die Tür. Danke für deine Hilfe. Du weißt, wo du mich finden kannst, wenn du nochmal Hilfe brauchst. Hast du vielleicht Lust, mich zu begleiten? Eventuell kann ich irgendwo einen kleinen Partner gebrauchen. Wow, klar! Jetzt haben wir hier Ratatouille, oder? Aber nicht, dass er uns jetzt auch noch steuert, oder? Ich kann Timmy in meinem Hut spüren. Kitzelt ein bisschen. Okay, wir benutzen den PIN mit den Protesten. Ich sollte den PIN nicht einfach weggeben. Vielleicht brauche ich ihn später noch. Können wir mit denen was machen? Ja? Ich habe in der Oberstadt mit einem Gefangenen gesprochen. Der gehört zu euch, oder? Ein Opfer der Staatsmacht. Unser erster Märtyrer. Noch ist er nicht tot. Und wenn er den Kuchen bekommen hat, wird er bald wieder bei uns sein. Kuchen? Psst. Ich muss weiter. Möge der Protest niemals enden. Ich kann mir schon genau vorstellen, wie die beiden aussehen. Das ist so, ja. Ah, oh, die sind klasse. Okay, hier können wir sicherlich nichts machen. Es gibt hier nichts Interessantes. Dann gehen wir noch eins und hoch. Und wie genau soll mir der Stadtschlüssel jetzt weiterhelfen? Ich sehe kein Schlüsselloch. Cool. Wie ging der jetzt auf? Ich habe keine Ahnung. Okay, was haben wir hier für Möglichkeiten? Wir reden nochmal mit X. Vielleicht hat der ja irgendwas Interessantes. Kann ich ihm den PIN geben irgendwie? Nee, bringt mir nichts. Dann sprechen wir mit X. Ich sollte mich so selten wie möglich mit X unterhalten. Sie könnten uns beobachten. Okay, dann probieren wir weiter den Code einzugeben in der Schule. Einmal hier. So, reden wir mit der magischen Tür. Hallo? Wie lautet der Zugangscode? Der Code lautet 4, 60, 9, 41. Korrekt. Solltest du dann jetzt nicht aufgehen? Ich kenne Ihre Stimme nicht. Sie wurden mir von Direktor Bloch nicht vorgestellt. Aber ich habe den Code. Ich verfüge über ein zweistufiges Sicherheitssystem. Der richtige Code muss angegeben werden und dies muss in der Stimme eines mir bekannten Lehrers geschehen. Na, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich bin's, Direktor Bloch. Ich verfüge zwar über keine Sehorgane, aber ich habe hervorragende Ohren. Sie sind nicht Direktor Bloch. Doch, bin ich. Die Tür lässt sich nicht so leicht hereinlegen. Der Code muss in der Stimme von Direktor Bloch gesprochen werden. Das ist ein Problem.
Okay, was machen wir da, damit wir jetzt die Stimme von Direktor Bloch jetzt hier irgendwie nehmen können? Der bringt uns nichts. Benutzen wir nochmal die Karte und gehen runter ins... Ach, falsches. Ich wollte eigentlich zum Gasthaus. X können wir nichts machen. Er hat sicherlich auch keine Möglichkeit. Okay, da haben wir schon mal wieder einen Bug. Ich habe es ganz leicht im Hintergrund gehört, aber mit so viel Raumklang und ja, dass man irgendwie nichts verstanden hat. Gut. Haben wir hier irgendeine Möglichkeit? Dann werden wir doch noch einmal mit den beiden Ogern hier sprechen. Vielleicht haben die uns hier was. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Wegen der Sache mit Jorge und dem ihm mal richtig eins auswischen. Ja? Ich befürchte, das hat nicht so richtig geklappt. Tut mir leid. Ich hatte auch nicht viel Hoffnung. Und selbst wenn Jorge ein paar Schläge auf die Finger bekommen hätte, jemand anderes wäre gekommen und hätte seinen Platz eingenommen. Es ist das System, das nicht funktioniert. Draufklo. Kaputt! Die Händler stecken unter einer Decke und sprechen die Preise ab. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Draufkloppen. Hallo, Grump. Oh, Willibur. Bist du dir sicher, dass du Van Buren wählen willst? Kleine Frau mit großer Frisur weiß, wie's geht. Hat viel Gold und viel Erfolg. Und du meinst, wenn du sie wählst, bekommst du das auch? Klar, versprechen. Schon, aber ich glaube, der kleine Mann ist bei Erzmagier Alistair besser aufgehoben. Bin ich klein. Und wenn Grump bald reich und mächtig, kleine Leute sollen Grump nicht sein Geld wegnehmen. Bevor ich Zauberer geworden bin, habe ich in einer Zwergenkneipe im Weißkammgebirge gearbeitet. Hattest du auch doofen Chef? Ich bin nicht doof. Grump müssen immer viel mehr arbeiten als Zloff. Nur weil du so ungeschickt bist. Wir arbeiten beide gleich viel. Ich vielleicht sogar ein wenig mehr. Gasthaus zu viel Arbeit. Kaum noch Freizeit. Tschüss, Grump. Ciao. Okay, können wir mit... Ich wüsste nicht, worüber ich zurzeit mit Zloff reden sollte. Hab ich irgendwas, was ich Ihnen... Das ist der Code, oder? 4, 60, 9, 41. Das sind die Zahlen, die Timmy in den Akten des Direktors gefunden hat. Sie sollten mir bei der magischen Tür des Lehrerzimmers weiterhelfen. Ich kann Timmy in meinem Hut spüren. Okay, das haben wir auch schon gehabt. Dann reden wir nochmal mit dem doofen Direktor Bloch. Herr Direktor Bloch? Ja. Anscheinend reicht es nicht, den Code für die Tür zum Lehrerzimmer zu kennen. Man muss der Tür auch noch vorgestellt worden sein. Richtig. Die Tür merkt sich anhand der Stimme, wer Zutritt hat und wer nicht. Und wer hat Zutritt? Momentan nur ich. Na klasse. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Okay, wie können wir dieses Problem mit der... Ich habe keine Ahnung. Wir verzaubern ihn. Nein. Wir schreiben ihn auf. Damit setzen wir den Hut auf. Was kann ich für Sie tun? Ah, wir können ja mit... Oh, erzähl mir von Golems. Was kannst du mir über diese Golems sagen? Golems sind mächtige, magische Wesen. Sie bestehen aus Ton oder Stein, verfügen über unglaubliche Kräfte und können ohne Pause arbeiten. Sind es Lebewesen oder Maschinen? Es sind Werkzeuge für Magier. Sie nehmen ihnen schwere körperliche Arbeiten ab. Der Magier steckt dem Golem einen Zettel mit Befehlen in den Mund und der Golem führt diese Befehle aus. Okay. Wo bekomme ich einen Golem her?
Oder muss ich ihn bauen? Golems sind sehr selten und teuer, aber ihre Konstruktion ist prinzipiell nicht schwer. Prinzipiell? Der Körper eines Golems ist eine Art Statue aus Stein, Lehm oder anderen anorganischen Materialien. Um die leblose Statue zum Leben zu erwecken, muss man ihr eine mit magischer Tinte geschriebene Zauberformel in den Mund legen. Und niemand kennt diese Formel. Das ist nicht korrekt. Die Formel ist mir bekannt. Perfekt. Aber woher? Meister Alistair. Er muss geahnt haben, dass ich einen Golem zur Unterstützung brauche. Der Körper sollte sich leicht bauen lassen und du kennst den Zauberspruch. Wo ist das Problem? Der Zauberspruch muss mit magischer Tinte geschrieben werden. Einige der Zutaten sind sehr selten. Ach, ich bin ziemlich gut darin, seltene Dinge zu finden. Das hatten wir, glaube ich, schon. Der Körper des... Der Golem benötigt... Und ein paar kräftige Beine, damit... Korrekt, der Kopf... Nochmal. Der Körper des Golems. Wie baue ich den am besten? Der Golem benötigt einen Torso aus Stein, Ton, Lehm oder dergleichen. Er braucht starke Arme, um große Gewichte tragen zu können. Und ein paar kräftige Beine, damit er herumlaufen kann. Korrekt. Der Kopf eines Golems muss aus Ton sein und er benötigt eine Mundöffnung, in die man Zettel mit Befehlen stecken kann. Das heißt, den Kopf müsste ich auf jeden Fall selber machen, sofern nicht zufällig irgendwo ein fertiger Golemkopf herumliegt. Okay. Was sind die Zutaten der magischen Tinte? Und muss sie wie ein Zaubertrank gebraut werden? So mit dreimal links drehen und dann schnell viermal nach rechts? Ich hoffe nicht. Nein. Simples Vermischen der Zutaten ist ausreichend. Eine exakte Dosierung allerdings entscheidend. In Ordnung. Was sind die Zutaten? Exakt 2 Zentiliter Krokodilstränen, exakt 12 Tropfen Drachenschweiß und exakt 1 Seefelskleinunze Ruß. Was ist 12? Und Drachenschweiß? Drachen kommen nicht leicht ins Schwitzen. Korrekt. Drachenschweiß ist sehr selten. Mir wird schon was einfallen. Kannst du mir die Zutaten auflisten? Kein Problem. Sie können die Liste einsehen, indem Sie mich im Inventar mit rechts anklicken. Ah. Was bedeutet das, im Inventar mit rechts anklicken? Sie werden es schon hinbekommen. Aber hier, kannst du stimmen? Kannst du Stimmen nachmachen? Ich kann über 17 verschiedene Vogelstimmen imitieren. Mir geht es aber eher um menschliche Stimmen. Tut mir leid. Ich verfüge nur über eine Stimme. Eine sehr schöne Stimme. Oh, natürlich. Ich kann allerdings Gespräche aufzeichnen. Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Fantastisch! Fantastisch! Okay, du kannst jetzt aufhören. Wie funktioniert das mit dem Aufzeichnen? Ich kann jedes Gespräch aufzeichnen, das Sie führen. Auf Wunsch spiele ich nur bestimmte Stellen der Aufzeichnung ab. Ja, perfekt. Das heißt, wenn ich den Direktor dazu bekomme, 4, 60, 9 und 41 in irgendeinem Zusammenhang zu sagen, könntest du diese Zahlen in seiner Stimme wiedergeben? Korrekt. Hervorragend! Okay, ich frage dich später vielleicht nochmal was. Und ich werde vielleicht antworten. Das heißt, wir müssen jetzt den trotteligen Bluch dazu bringen, das Ganze hier unsere Zahlen zu sagen. Ich speichere schon mal, weil ich habe bei Steam gesehen, dass wir so eine Art, ja. Ah, oh, nein, ich will doch nicht ins Hauptmenü. Nein! Okay, wir setzen das Spiel fort. Es gibt anscheinend irgendeine Matheaufgabe, die man mit dem Bloch machen muss. Und wenn man die gleich richtig macht, gibt's einen Steam, Herr Direktor Bloch? Erfolg dafür. Ja. Können Sie einmal 9 sagen? Oh. Würden Sie bitte einmal 9 sagen, Direktor Bloch? Nein, warum sollte ich? Einfach so?
Professor Wetterquarz, es mag sein, dass Sie Ihre Abende mit Albernheiten verbringen, aber ich bin gerne auch in den Abendstunden produktiv. Natürlich. Verzeihung. Na, wäre ja auch zu leicht gewesen. Was wäre eine angemessene Anzahl? Ich überlege, ob wir für die Einweihung der Schule morgen früh Ballons aufhängen sollten. Rote am besten. Was würden Sie sagen? Was ist eine typische Anzahl für rote Ballons? Wir haben keine Ballons im Budget. Und ich finde sie auch eher unpassend. 98 vielleicht? 99? Keine Ballons, habe ich gesagt. Okay, der macht's uns nicht leicht. Wie viele Ringe der Macht haben die Menschen erhalten? Wovon sprechen Sie? In diesem Spruch. 3 Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, 7 den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Sie wissen schon. Nie gehört. Oh, der macht's uns echt auf. Ich hätte jetzt Lust auf ein schönes Zwergenstarkbier. Sie nicht auch? Es würde Sie auf der Stelle töten, das wissen Sie. Ach, ich bin bei den Zwergen aufgewachsen. In der Garnisonskneipe hat der Kellermeister ständig Zwergenbier ausgeschenkt. Das ist streng verboten! Sagt wer? Ausschankgesetz, Paragraf 9, Absatz 1. Ding, 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 ding! Zwergenstarkbier darf nur in speziell gesicherten unterirdischen Bunkern ausgeschenkt werden. Paragraf 9 sagt das? Paragraf 9, allerdings. Das hat der Kellermeister wohl nicht gewusst. Ich werde gleich morgen früh eine Brieftaube schicken und vor der Gefahr warnen. Okay, wir haben die erste Zahl. Eine klare Flüssigkeit in einem Glas in einer Kneipe. Was kann das wohl sein? Wasser. Wasser. Ja, warum nicht? Ein schönes Glas kaltes Wasser. Es ist warmes Wasser. Ich trinke jeden Abend 2 Gläser warmes Wasser. Das hilft der Verdauung. Warum trinken Sie nicht 3 Wasser? Oder 4? 4 Wasser an einem Abend? Das wäre nun wirklich maßlos. Außerdem müsste man dann vermutlich nachts ständig auf die Toilette. Ja, 4 Wasser sind einfach zu viel. Ding, 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 ding. Aber schön, dass wir einmal darüber gesprochen haben. Okay, die 2 haben wir... Warum hat man ausgerechnet Sie zum Schatzmeister ernannt? Nun, ich denke, die Ratsvorsitzende schätzt meine korrekte Art und saubere Buchführung. Außerdem war ich, wenn ich das einmal ganz unbescheiden so sagen darf, in meiner Jugend mehrfacher Mathematikmeister. Ich hätte Sie da... waren genau, also in jetzt Ihrer kommt, Jugend jetzt Mathematikmeister? Mehrfach sogar. Dann sagen Sie mir, was ist... Was waren noch 90 und... Boah. 65 plus... 65 plus 53... 50 ist zu viel, außer wir wollen auf die 90. Ich glaube, das zweite. Also 65 plus 23 ist 8. 23 minus... 88 und jetzt irgend... Mist. Das ist zu viel. 45. 43. Tatsächlich? Ich bin begeistert von Ihren Mathefähigkeiten. Ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Also, nun gut. Was ist 65 plus 23 minus? Ich hätte 47. 47. 41. Sind Sie sicher? Ah, ich habe trotzdem ich komme auf 40. Bekommen. 41, ganz sicher. Danke. Mehr wollte ich nicht. Okay, ich muss weiter. Wir geschafft. Auf Wiedersehen. Aber wir brauchen noch die 90, brauchen wir auch noch. Er ist noch, unfair oder? Zu mir und er tut so, als wüsste er es nicht. Ich rede nur noch mit ihm, wenn es sein muss.
Uns fällt doch noch eine Zahl, oder? Brauchen wir nicht noch die 90? Siri, rechte Taste. Ach so, Was kann ich für Sie tun? 4, 60, 9 und 41. Das sind die Zahlen, die wir brauchen. Wie ist der Stand? 4, 9, 41. Das ist alles. Wir haben's schon fast. Ja, 4, 60, 9 und 41. Woher kriegen wir die 60? Das sind die Zahlen, die wir brauchen. Wie ist der Stand? 4, 9, 41. Das ist alles. Wir haben's schon fast. Ich frage dich später vielleicht nochmal was. Und ich werde vielleicht antworten. Woher kriegen wir die 60? Wie kriegen wir ihn dazu, die 60 zum Sagen? Timmy... Komm, lies doch einfach mal den Zettel vor. mit dem Hammer eins auf den Kopf? Nein. Auch nicht. Und den Schlüssel auch nicht. Mist. Okay, reden wir hier nochmal mit Sloth? Hallo, Sloth. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Wenn du Magier bist, Sloth, weißt du dann, wie man Golems baut? Habe mich nie damit beschäftigt. Doch! Hast lang versucht, Golem zu bauen, warst nur zu bescheuert. Das ist gänzlich unwahr. Das waren nur Spielereien. Also, ich will einen Golem bauen und ich kenne auch die richtige Beschwörungsformel. Kannst du mir helfen? Ich? Nein. Ich will damit nichts zu tun haben. Psst, Willibur. Ja? Was flüstert ihr da? Ich mag keine Flüstereien hinter meinem Rücken. Sloth immer lauschen. Ah. Haben Grump und du viele Geheimnisse voreinander? Nicht sonderlich. Ich mag es nur nicht, wenn Grump etwas hinter meinem Rücken austüftelt. Meistens endet das in einer Katastrophe. Vielleicht bist du zu streng mit ihm. Heute Nachmittag wollte er mit Küchenmessern jonglieren. Ich habe es gerade noch rechtzeitig gemerkt. Hätte funktioniert. Nein, hätte es nicht. Und es sind auch meine Finger. Sloth tüchtig geschimpft mit Grump. Sloth immer genervt. Ich habe ja auch allen Grund dazu. Das Gasthaus, die viele Arbeit. Und dazu muss ich noch Babysitter spielen. Vor lauter Schimpfen habe ich die Zeit vergessen und bin nicht mehr rechtzeitig zur Bäckerei gekommen. Alles deine Schuld, Grump. Bäh. Die Bäckerei oben bei der Wache? Zu der gehe ich auch gerne. Zu welcher Bäckerei gehst du denn immer? Ich gehe gerne zu der oben bei der Wache. Oh, sie haben diese wunderbaren Pralinen. Ich gönne mir jeden Abend eine. Oder zwei. Man sehen, Sloth ganz schön fett geworden sein. Erstens stimmt das nicht und zweitens ist es Frustspeck, weil ich mich mit dir abgeben muss. Wiedersehen, Sloth. Auf Wiedersehen. Okay. Hallo, Grump. Oh, Willibur. Psst, Grump, was wolltest du mir sagen? Ich sagen wollte... Ihr flüstert ja schon wieder. Wenn wir lauter sprechen, Sloth uns hören. Hört einfach auf, hinter meinem Rücken zu flüstern, in Ordnung? Gut, leid tun. Wollen alkoholfreien Drink als Entschuldigung? Oh nein. Einmal konntest du mich vielleicht mit Alkohol ausschalten, aber nicht nochmal. Grump hat dich mal mit Alkohol betäubt? Sloth werden todmüde schon vom klitzekleinen Fingerhut voll Alkohol. Sloth wie kleines Mädchen mit Zöpfen. Ich habe eine Alkoholunverträglichkeit. Oder vielleicht auch eine Allergie. Tschüss, Grump. Ciao. Dann müssen wir ihm Ich wüsste nicht, worüber ich zurzeit mit Sloth reden sollte. Irgendwie Alkohol geben. Können wir vielleicht oben ihm in der
Gehen wir mal hoch nochmal in die... Wo ist es? Hier sind wir, richtig. So, gehen wir mal dahin. Gehen wir zu der netten Bäckerei. So, was hat denn die Bäckerei hier? Da im Schaufenster liegen die Pralinen, von denen Zloff erzählt hat. 2 Seefelds Kleinunzen Genuss pro Praline. Mit und ohne Alkohol. Bing, 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 bing. Okay, dann müssen wir... Hallo... Können wir dafür ihn nehmen vielleicht, dass er für uns einbricht? Ich kann Timmy in meinem Hut spüren. Kitzelt ein bisschen. Komm, Timmy. Na. Hey, Timmy. Glaubst du, du könntest einen Weg durch die Kanalisation in die Bäckerei finden? Klar, könnte ich. Und könntest du vielleicht eine Praline ausleihen? Nein, aber ich kann eine klauen. Ich weiß nicht. Ich möchte dich nicht dazu anstiften, etwas Illegales zu tun. Es ist für Ratten nicht verboten, Lebensmittel zu stehlen. Man erwartet es geradezu von uns. Tatsächlich? Klar. Oder hast du schon mal gehört, dass eine Ratte wegen Mundraub ins Gefängnis geworfen wurde? Das stimmt. Dann los. Hoffentlich klappt's. Da oben ist er? Da ist Timmy. Er ist drin. Sieht aus, als könne er nur eine Sorte Pralinen mitnehmen. Blau. Eine blaue. Er hat's verstanden. Er macht sich mit der blauen Praline auf den Weg nach oben? Was hat er denn vor? Wilbur! Da bist du ja! Die Praline! Fang! Jetzt du! Nicht nötig! Ist es jetzt die mit Alkohol, oder? Na, wie habe ich das gemacht? Ach, große Klasse, wir Timmy. Wir holen einfach noch eine rote, vielleicht ist das ja dann auch eine richtige. Gehen wir da nochmal. Wenn ich jetzt noch eine rote Praline hätte, würdest du, Timmy? In Ordnung! Da ist er! Und ab aufs Dach! Tack, 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 tack! Fang! So, und damit haben wir... Gute Arbeit! Die Pralinen für den guten Sloff und müssen ihm jetzt nur irgendwie die mit dem Alkohol geben. Und ja, schon kann uns der gute Grump erzählen, was genau los ist oder was er uns so flüsternd sagen möchte. Es hat sicherlich was mit dem Golem zu tun. Aber das sehen wir dann morgen in einer neuen Runde hier bei Book of Unwritten Tales. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen. Bis dann, ciao, ciao.